Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Und es ist Zeit für eine Folge Final Fantasy 15. So, wir sind hier am Golden Kai. Glaube ich, so hieß das. Ja. Und wir schauen mal. Endlich am Ziel. Und von da geht's weiter. Per Schiff, ahoi! Ja. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Und ich habe mir sagen lassen, ich brauche die Musik hier nicht ausstellen, da das keine GEMA-Musik ist. Das ist ja, natürlich hätte ich mir das denken können, Musik von Square Enix oder vom Spielehersteller. Und daher ist das hier nicht vonnöten. Also habe ich die Hintergrundmusik mal angemacht. So, hier, das finde ich eine ganz coole Stelle. Guck mal da runter. Die spielen da schön im Wasser. Und das sieht übelst nice aus hier. Also, richtig schick. Tut gut, mal nicht töten zu müssen. So. Willkommen am... Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä? Hey. Sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Hä? Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Werden wir tun. Wir schauen mal. Aber wir sehen schon, hier ist kein Schiff vorhanden. Außer Betrieb. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Ah, so ein schmieriger Typ, ey. Den kann ich irgendwie... Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Wir gucken mal, was es hier gibt. Herzlich willkommen bei uns. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Sowas treibt sich hier rum. Wünsche gutes Gelingen.
Hier ist unsere Karte. Aber wir haben gar keine Kohle. Wir müssen bitte mal ein bisschen Geld verdienen. Nicht zu viel. Also würde ich sagen, wir haben jetzt wieder ein paar Hauptmissionen gemacht. Ah, ja, pass mal auf jetzt. Das ist ganz cool hier. Das machen wir mal eben. Eine Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also? Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Okay. Das Problem ist, ich habe, glaube ich, keine Köder. Also müssen wir erstmal, wir machen dann hinten da Schrecken der Sonnenanbeter, das ist ja nicht so weit weg. Dann holen wir uns die Kohle und dann gehen wir hier vorne angeln. So machen wir das. So. Mal. Ich glaube, wir sollten mit dem Masamune da drauf gehen. Ja, die sind ein bisschen. Bisschen knackig, die Gegner hier. Scheint, als wären wir fündig geworden. Alter. Hatte mich direkt geblättet. Ja, hier könnten wir Probleme geben. Aber eigentlich kein Problem für mich. Zum Glück warst du da. Beobachte die Bewegungen dazu. Sei vor allem gut. Die sind eigentlich viel zu schwer für uns. Sauber, Gladio! Kein Problem. Gladio! So, schöne Kombo. Wenn das hier in die Winzen geht, verschwinde. Okay, wir müssen mal mehr auf unsere Mitglieder achten. Lass euch zurück. Hör auf ihn. Ein weiser Rat. Prompto! Und wir müssen mehr auf uns achten. Warte mal. Nee, wir brauchen noch gar kein Elixier. Warte mal. Zack. Boah, da hat er uns schon wieder erwischt, ey. Jolus, wenn du erstmal was, dann Prompto nimmt noch was. Dann nehmen wir mal ein Stück weg hier. Dann nehmen wir noch was. War so nicht geplant. Haben wir nicht Prompto was gegeben? Ja, die Gegner sind eigentlich viel zu heavy gerade. Hey, nicht aufgeben. Niemals. Eigentlich gar nicht unser. Gar nicht unser Level. Aber das passt schon. Weil, wir wollen ja auf jeden Fall was zu tun haben. Hier, schön Kombo. Bam, Alter. Sowas solltest du parieren, um die Chance
Chance auf einen Gegenangriff zu haben. Ja, mach ich doch. Guck mal, den hier müssen wir erstmal wegmachen. Der hat am wenigsten Energie. Oh. Was denn? Sind Schalentiere nicht deine Stärke? So eine Größe leidet den Geschmack. Ist das etwa ein Skorpion? Ach komm. Der Ignis braucht was. Mann, ich hab doch geblockt. So, sorry, das ist jetzt gerade so ein bisschen, aber wer das Spiel selber spielt, der weiß, dass das hier gerade eigentlich ein bisschen schwer ist. So, aber den ersten haben wir weg. Ey, komm. Man hat's jetzt, ohne Scheiß, man hat's gesehen, dass ich geblockt habe. Was soll das? So, jetzt brauchen wir mal ein Elixier. So, danke schön. So, komm. Schöne Combo-Attacke. Auch eine Herausforderung, ist einfach so. Ich muss mal abwarten, das geht sonst nicht. Die Masamune ist einfach viel zu langsam. Komm, greif an. Wobei halt diese Waffe nicht so viel Schaden macht. Ist ja klar. Ich bin einfach schneller unterwegs. Darauf kommt's noch an. Derartige Probleme. Fuck. Ich nicht vorausgesehen. Sieht nicht gut aus. Ah, ich greife jedes Mal an, wenn er auch angreift. Wenn der Gegner angreift. Alles klar. Wunderbar. Gute Arbeit. Jawohl. Und noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. So, hier hinten liegt auch was rum. Liegt das hier hinten oder liegt das da oben? Ich glaube, das ist da oben. Kommen wir aber jetzt gerade nicht hoch. Ach so, okay. Bringen wir mal den Auftrag weg, holen uns die Kohle ab und dann gehen wir hier vorne angeln. Besser kann's nicht werden. Ja, vermutlich nicht. Es wird auch langsam dunkel. Mal legen wir uns dann vorher schlafen und dann gehen wir schön zum frühen Morgen erstmal ein bisschen angeln. Na komm, laufen wir ein bisschen schneller. Willkommen zurück. So, die Kohle sind ran. Überraschend gut.
So, und dann sind wir auch Jägerrang Level 2. Gratulation. So, dann nehmen wir gleich den nächsten Auftrag an. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Es sind wieder so eine Viecher. Ja, egal. Machen wir trotzdem. Sieht recht gefährlich aus, nicht wahr? Level 17. Also, ich habe auch schon... Passen Sie gut auf sich auf. Mit Level 9, 10, 9 oder 10 Level 30 Gegner besiegt, also daher. So, aber wollen bevor wir dann jetzt weitermachen, mir ist natürlich auch das Zelt recht. Gehen wir schlafen. Haben wir denn jetzt hier in der Nähe auch ein Zelt? Da vorne ist ein Zeltplatz. Dann würde ich sagen, gehen wir zelten. Zelten ist immer besser als in einem Wohnwagen zu pennen. Ja gut, man kann das sehen, wie man will. In einem Wohnwagen oder in einer richtigen Unterkunft bekommt man halt immer ein bisschen mehr EP angerechnet. Aber dafür können wir was kochen, wenn wir zelten. Ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. So, der Zeltplatz noch? Müsste... Ah, da vorne ist der Qualm. Ansehen? Was denn? Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme! An dem Rauch erkennen wir das dann immer, wenn ein Zeltplatz in der Nähe ist. Wenn wir da drauf achten, wir können natürlich auch auf der Karte gucken, ist eigentlich egal. So, wir können hier, könnten jetzt hier die Energie absorbieren... Aber, naja, egal, machen wir mal. Finde ich ein bisschen, es ärgert mich ein bisschen, dass man die Zauber hier farmen muss. Finde ich nicht so cool. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man sich das vielleicht ercraftet, sag ich mal. Also macht man ja hier auch. Aber dass es dann auch bleibt und so bekommen wir immer bloß drei Zauber aus so ein... Es kommt darauf an, wie stark wir den Zauber machen. Also wir können jetzt 99 Elektro nehmen und dann haben wir halt einen starken Elektrozauber und den haben wir dann dreimal in so einer Ampulle. Naja, ich hätte mir das ein bisschen anders gewünscht mit dem Zauber. Bleiben wir hier? Okay, ich baue das Zelt auf. So. So, er überlegt, was er kochen kann. Wir müssen auch ab und zu mal was anderes kochen. Aber das lohnt sich halt jetzt gerade noch überhaupt nicht. Und ich finde das auch am besten. Die Pizza zurzeit ist einfach gut wegen dem Rennen. Und Angriffskraft plus 100. Kann man gerade nicht meckern, sag ich mal, über das Gericht. Wir müssen halt verschiedene Sachen kochen. Wenn wir immer dasselbe kochen, davon steigt halt der Skill nicht. Das ist der Nachteil daran, wenn wir immer dasselbe nehmen. So, hat gar nichts gebracht. So, seht ihr das? Ignis hat kein bisschen dazu gewonnen. So, die Fotos, ja, das finde ich ganz cool. Das nehmen wir direkt. Nein, 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 möchte ich nicht, das ja. Von dem Typen, das Foto kann man auch mal behalten. Gutes Foto. Ansonsten, das finde ich noch ganz gut. Das war's schon.
So, dann haben wir noch 10 Minuten. Ich denke mal, da können wir jetzt noch ein bisschen angeln und so. Ah, jetzt geht das wieder los hier. Dass Ignis aber auch immer so eine Spaßbremse sein muss. Na, wieder zum Frühaufstehen verdonnert worden? Ha? Vielleicht kann ich dir da helfen. Noct, was hältst du davon, wenn wir morgen früh am Strand trainieren? Wenn's denn sein muss. Okay, bei Sonnenaufgang geht's los. Wehe, du verpennst. Also ich kann nur empfehlen, dass ihr an jeder Lagerstelle einmal eine Übernachtung macht. Da gibt's noch so Nebenquests, die man so nicht bekommt. Da vorne sieht's ganz gut aus. Hier lang. Wohin denn? Und? Was trainieren wir jetzt? Wozu eignen sich Strände besser als zum Laufen? Eh? Das ist alles? Warte mal ab, bis du ein paar Runden hinter dir hast. Der weiche Sand wird dir einen Muskelkater verpassen, an den du noch lange zurückdenken wirst. Der perfekte Start in den Tag, Kumpel. Glaub's mir. Wie wär's mit einem Wettrennen? Der Spannung ja. Wegen? Wettrennen? Genau, wenn du verlierst, bist du mit sofortiger Wirkung mein allmorgendlicher Trainingspartner. Okay, das ist ein verdammt guter Ansporn zu gewinnen. Da vorne ist unser Ziel. Los, in Startposition. Ah, die zieh ich ab. Auf die Plätze, fertig, los! Meine Fresse! Der ist ganz schön schnell! Also so kriegst du mich nie! Hat keine Chance, weil er muss ja immer mal kurz verschnaufen, was wir jetzt durch den Buff-Food nicht müssen. Siehst du, da ist er schon wieder ausgebaut. Geschenkt! Hey, gar nicht schlecht, Noct! Ich würde mal sagen, ganz locker abgezogen haben wir. Jens Pole Position! Hut ab, Noct! Ignis verschlägt sicher die Sprache, wenn wir so versandet zum Frühstück erscheinen. Mach am besten noch ein paar Lockerungsübungen vor seiner Nase. Wenn ihn das nicht zufriedenstellt, dann weiß ich auch nicht. Aber ich muss schon zugeben, die frische Morgenluft hat was. Finster? Das freut mich zu hören. Dann lass uns mal zum Zelt zurückkehren. Gute Arbeit, Noct. Hey! Ja, wenn ich will, dann kann ich mich auch anstrengen. <lacht> 20 FP erhalten, ja. So. Okay, warte mal. Machen wir mal direkt, wo müssen wir da? Ich bin gerade ein bisschen vorbei. So, genau. Fertigkeitspunkte. Alter, wir haben 102 Fertigkeitspunkte. Da geht gut was. So, guck mal. Machen wir alles erstmal. Ja, das nehmen wir mal, das ist ganz praktisch. Das auch. 14 Punkte haben wir noch. Gucken wir mal, Team wollte ich noch ein bisschen was machen. Hier.
So, und die 6 Punkte. Ach, 6 haben wir noch. Okay, Großschwert. Ich würde sagen, Analyse ist ganz gut. So. Haben wir das auch gemacht? Dann machen wir hier. Gehen wir nochmal drauf kurz. So, das ist, das sozusagen das. Das Crafting-Fenster für die Dings. Und da seht ihr schon Kraft 99. Also, wenn man 99 davon hat, können wir uns dann 3 Ampullen daraus zaubern. Es wäre jetzt sinnlos, mit 71 da welche schon zu machen. Denn wir wollen ja die größtmöglichste Kraft daraus ziehen. So, ich werde aber mal Ausrüstung, würde ich sagen, nehmen wir Ignis. So, und da haben wir nämlich hier, der bekommt einen Titanreif. Ein Gladiolus kommt auch ein. So. Und er bekommt noch Feuer. Hätten wir das auch. Gucken wir nochmal bei uns, was da so geht. Motorklinge, Masamune haben wir. Mehr haben wir nicht. So, okay. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Gehen jetzt noch ein bisschen angeln. Und dann war es das leider schon wieder für die Folge. So, Angeln fetzt auf jeden Fall. So, hier gehen wir mal her. Zum Küstenfischen. So, moin moin. So, Superbarte brauchen wir auf jeden Fall. Nehmen wir mal, keine Ahnung. Nehmen wir mal 10 Stück. Besten Dank. Und dann möchte ich... Hier sowas. So, nehmen wir davon 10 Stück. Zack. Bis hoffentlich bald. Hätten wir das. Dann brauchen wir jetzt bloß noch hier vorgehen. Und anfangen zu angeln. Auf in den Kampf. So. Ich wollte doch mein... Ah, jetzt. So. Nehmen wir den Köder. Jetzt können wir anfangen. So, und wir nehmen den blauen Fisch da. Na komm, beiß an. Das war's schon, warte mal. Muss mal einholen. Komm, beiß an. So, wunderbar. Gut. Hey, ja, komm. Ja, ja, ich weiß schon, wie das geht hier. So, jetzt zieh mal ein hier. Komm. Da haben wir fast. Ist mir die Leine gerissen? Oh, nee. Gut gemacht, noch. So, eine Leuchtbrasse. 50 cm, 2,327 Gramm. Also 2,3 Kilo. Neuer Rekord. Entschuldigung. So, ich würde sagen, noch 1-2 Fische fange ich noch für die Folge. So, den da. Ob dein Vater auch geangelt hat?
Nicht, dass ich wüsste. Der will anscheinend nicht. Schon, lass mich auch mal angeln. Klar, nächstes Mal. Komm jetzt aber. Beiß an. Ja, der beißt gleich. Jetzt. Ups. Ups, 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 ups. Komm. Na komm. Ja, haben wir gleich. Komm. Haben wir gleich. An hier. Wow, Katzen würden Fischfraß kaufen. Nicht übel. Neuer Rekord. Okay. Der andere war aber größer. Ich fand diesen Spruch, oder ich finde diesen Spruch so geil. Weil das einfach nur eine Anspielung auf Whiskas ist, wo er sagt, Katzen würden Fischfraß kaufen. Und ja, ich glaube, ich brauche das nicht weiter erläutern. Die Leute, die die Werbung kennen, wissen, was ich meine. Katzen würden Fischfraß kaufen. Ja, klar. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu den Kätzchen. Wenn ich den Kätzchen den Fisch gegeben habe, werde ich die Folge dann beenden. Und dann werden wir sehen, was dann noch weiter passiert in der nächsten Folge. Das Schöne ist halt, mit dem Bufffood können wir so einfach nur laufen und laufen. Das ist richtig praktisch. Ich wünschte nur, man könnte das Bufffood auch zwischendurch einfach so mal irgendwo an der Kochstelle oder so sich machen. Und das nebenbei einfach essen. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Ja, und ob es was im Restaurant für das Kätzchen gibt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mal wieder eine Folge Final Fantasy. Und wenn ihr dann wieder die nächste Folge sehen wollt, schaltet wieder ein, lasst ein Abo da und vielleicht ein Like. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.